Willkommen zurück zu einer weiteren wütenden Folge Resident Evil 7, Zoes Ende auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz wütend mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte wütende Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung unterstützen würdet. Dauert nur ein Sekündchen, nehmt euch die Sekunde, wäre sehr, sehr nice von euch, denn so könnt ihr mir und diesem Projekt am allerbesten weiterhelfen. Gut, schauen wir uns mal um. Hier drüben waren wir. Den hier haben wir auch weggeboxt. Dann gehen wir mal hier hin, denn ich glaube, hier war nochmal richtig hart Party. Kann das sein? Ja, hier drüben lungert einer rum. Okay, wenn ich hier elegant runterspringe... Wups. Dann lande ich genau beim Monster. Schön. Aber ich habe Fäuste aus Stahl. Hier, wunderschöner Uppercut. Und dann nehme ich dir dein Beinchen. Ich nehme dir dein Beinchen, mein Freund. So sieht's aus. Da kennt ja alte Onkel Joe gar nichts. Der nimmt dir einfach dein kleines Beinchen weg. Okay, ich habe jede Menge Metallschrott. Alles klar, wir bauen hier mal ein bisschen was. So und so. Man weiß ja nie. Für alle Fälle, jetzt bin ich bereit. Was wir nicht alles tun, um die alte Zoe zu retten. Oh nein, da kommen ja noch mehr von denen. Bam! Powerschlag direkt auf die Backen. Und dann nochmal hier drauf und dann sollten wir rennen. Denn wir haben ein Problem. Oh, mein Speer. Ich fühle mich wie so ein Höhlenmensch. Bam. Zack. Okay, da hätten wir ihn. Ja, die hier mit Schild, die sind echt fies. Die können uns ganz schön auf die Nase geben. Oh nö, da drüben ist ja noch einer. Aber nur so ein... So ein langweiliger Standard-Dude. Nein, 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 nein. Zack. Hier, mein Combo. Mein Combo-Punch. Combo-Punch genau in dein Gesicht, Bruder. So will ich das sehen. Immer schön rein Combo-Punchen. Okay, gib mir ein Speer. Ich habe einen neuen Speer. Nice. Und ich glaube, wir knuspern mal hier so ein bisschen was, oder? Ah, komm schon, Bro. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Er zieht sich die Dinger einfach so trocken rein, ne? Er ist sehr kritisch. Okay, wait a moment. Hier ist noch ein Speer. Und da drüben war noch so eine Luke. Ich werde hier zu gut ausgerüstet. Erstmal noch die Luke checken, oder? Achtung. Moment, wo führt mich das hin? Oh. Was haben wir denn hier? Ein Champion. Nice. Sehr edel. 5%. Nicht schlecht. Ich meine, so ein kleines Champion-Voodoo-Püppchen sollte jeder haben. Richtig edel. Eine sehr edle Puppe, die Sie da besitzen, Herr Jor. Dankeschön. Ah, komm, ich nasche hier noch einen weg. Mundet es. Joe. Smack it good. Was? Ach, komm schon. Na also, so mache ich das auch immer. Das ist es. Endlich
so mache ich das mit meiner PlayStation 5. Wenn die mal wieder rumspinnt, einfach ein paar Fäuste drauf, hat sich erledigt. Na komm schon, Alter! Donde ist der Schimmel? Hey! Na moin. Du willst das? Dann komm her, du Haufen Scheiße! Wow. Oh nein, der macht hier wieder super Kombos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vorsicht! Okay. Er macht auch Defense. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib dem alten Schimmelmann. Swamp Thing. Nicht schlecht, Kleiner. Okay, wieder drauf. Achtung, 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 Achtung. Er macht den Teddy. Er macht den Teddybär. Blocken, blocken, blocken. Ich muss eine Combo hinlegen, aber ich krieg nie genügend Schläge hin. Oh, der ging genau zwischen die Augen. Das gefällt ihm gar nicht. Du willst es, du kriegst es. Alter, er macht hier voll den Wrestler-Move. Signature-Move. Habe ich dir auf die Mütze gegeben? Okay, ich glaube, wir brauchen hier mal wieder einen Schluck. Wunderwodka. Alter, jetzt beruhig dich. Boah, nicht gut, nicht gut. Jetzt dreht er irgendwie gerade richtig durch. Autsch. Autsch. Yo. Wunderwodka. Schnell. Okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Mit allem drauf, was du hast. Guter alter Bumpfight. Guter alter Bumpfight. Ja. Glaub mir, dem geht's nicht gut. Okay, mir geht's aber auch nicht gut. Oh, er ist wieder im Full Rage. Wunder Wodka. Komm schon, komm schon. Los geht's. Ich habe nämlich langsam keine Heilung mehr. Ah, ich geht. Das Ding besteht echt aus Sumpf. Hey, gefällt dir das, ja? Und weg mit dir. Und bitte komm nie, nie wieder. Du alte Sumpfnase, du. Gut gemacht. Wo hier noch ein bisschen looten. Okay, habe ich noch Heilung? Boah, ich habe sogar noch ein bisschen was. Ich dachte wirklich, die Lage wäre deutlich schlimmer. Unheimliches Haus. Yep, check. So, hier wieder Schrott mitnehmen. Ich habe halt keine Äste, ne? Obwohl hier überall, ich meine, ich könnte einfach so einen Baum auseinandernehmen. Aber es müssen ganz bestimmte Qualitätsäste sein. Zoe. Es gibt Hoffnung.
Meine Kleine, es gibt Hoffnung. Ich hab die Medizin. Du wirst schon wieder. Na, komm schon! Na, komm schon! Swampy war schneller. Nix da, Medizin. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Warum ist das Ding jetzt offen, ha? Huh? Warum? Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Alles klar, er verschwindet im Nebel. Und ich meine, das spielt ja nach Not a Hero. Bist du dran. Auch nach der Story. Also der Hauptstory. Also kann Evelyn damit ja streng genommen nichts zu tun haben. Also nicht direkt. Denn Evelyn wurde ja schon eliminiert. Von mir. Mann. Hier ist alles zum Teufel gegangen. Oh ja. Ja, Joe, deine Fäuste müssen es reinigen. Reinige es mit deinen Fäusten. Muss erfahren sein. Das Bayou braucht dich. Und da ist er wieder, der Flugdino. Was ist das? Jetzt mal ernsthaft, was ist das? Das ist ein verdammter Flugdino. Gibt es irgendwelche Theorien, was man da hört? Was soll das sein? Made. Ich muss sagen, die Made finde ich echt noch am wenigsten ekelhaft. Also wenn ich jetzt keine andere Wahl hätte und müsste mir irgendwas in den Mund schieben zum Überleben, dann würde ich den Flusskrebs nehmen. Man sammelt auch ab und zu einen Flusskrebs. Weil den würde ich auch so essen. Aber sonst halt die Made. Der Hundertfüßler. Nee. Nee. Da, der geht. Flusskrebse. Ist in Ordnung. Kann man essen. Vielleicht nicht unbedingt roh, aber so an sich schmecken die ganz gut. Oh, komm schon. Okay, aber das ist kein Spielzeug. Kann ich den irgendwie umgehen? Na gut, ich habe wenigstens genügend Speere. Ich glaube, den müssen wir töten. Mit seinem trüben Milchauge. Ins Ohr! Erstmal schön rein in dein Milchauge. Widerlicher Alligator. Obwohl Alligatoren, Krokodile, finde ich eigentlich sehr geil. Haben keine natürlichen Feinde, außer den Menschen vielleicht. Sind sehr, sehr derbe Viecher. Was ist eigentlich immer los mit Kühlschränken? In letzter Zeit, ich und meine Kühlschränke. Ignorier mich. Hakuna Matata. Ich nehme hier einen kleinen Flusskrebs mit. Und zieh weiter, mein Freund. Was ist denn? Können wir hier nicht hoch? Okay, warum kann man hier hoch? Weil der Krokodok hier rumschwimmt. Das ist aber kein Krokodil, sondern Alligator. Ich bin Zoologe. No. Oh no. Oh no. Ich glaube, den einen Speer müssten wir eigentlich wieder einsammeln können. Wenn man daneben wirft. Ich gehe mal ungefähr an die Stelle hin. Wartet, wartet. Ja. Das ist ganz nett, dass man das wieder einsammeln kann. Ich
Ich wechsle zurück auf die Waffe Faust. Und ja, das ist eine Waffe. Bei dem Kollegen hier ist das eine gefährliche, tödliche Waffe. Boah, ich hätte gerne mehr Joe Baker Action. Ich bin dafür, der Mann sollte ein eigenes Spiel bekommen. Ich würde es mir sofort holen. Joe Baker The Game? Bin ich absolut dabei. Okay, ich hoffe, das lohnt sich, hier hochzugehen. Hoch. Noch eine kleine Boxpuppe. Ist das hier der offizielle Weg? Oh, was zum... Oh mein... Nein, nicht gut. Nicht gut. Alter, da helfen nicht mal meine Fäuste. Oh, ich lande hier. Okay, warte, hier springt gleich wieder einer raus. Flugdino. Klassisches Flugdino-Verhalten. Ich brauche die Puppe auf jeden Fall. Die müssen wir mitnehmen. Geht nicht anders. Zu wichtig. Puppe ist zu wichtig. Ja, ich brauche ein eigenes Joe Baker Game. Würde mich sehr, sehr glücklich machen. Kann man da hinten auch noch rum? Ja, wir machen wieder den hier weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, gucke do. Ich hab noch was gefunden. Komm schon hoch. 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 Hm. Sind Puppen random? War hier nicht auch eine Puppe drin? Okay, warte mal. Ich renne erstmal hier ganz kurz rüber. Ach, hier hätte ich auch aus dem Wasser gekonnt. Was ist das hier für ein widerliches Zeug? Ich glaube, irgendwie aus Evelyn ist ein eigenes Ökosystem entstanden. Okay, was ist in dem Kühlschrank? So, Mr. Kroko. Was war da drin? War hier die Puppe drin? Ach, hier war Champion-Puppe. Alright. Die Champion-Puppe, die kannst du natürlich nicht liegen lassen. Die sind Speer wert. Warum finde ich so viel Metall, aber ich brauche Stöcke. Hallo. Stöcklies. Oh, ich bin voll geheilt. Ich bin voll geheilt. Und ich finde super viele Flusskrebse. Gib dem Mann bitte mal einen Stock. Krach jetzt ja nicht ein. Oh! Fantastisch. Oh Gott! Raus, 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 raus. Oh, hier sind zu viele Krokodile. Alligatoren. Krokotoren. Alligadile. Nimm dir doch die Ketten. Wickel sie um die Faust. Noch geiler. Bam, bam, bam. Geil, ne? Mann, ich liebe diesen Mann. Haben wir hier Joe Baker Fans? Alles klar? Wow, 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 hey! Buddy. Uppercut.
Ah, nicht gut. Nein, 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 nein. Ran, muss ran. Und dann heilen. Okay. Alles wieder im Griff. Er blockt es einfach mit der bloßen Faust. Wie badass kann ein Mensch sein? Der Mann ist einfach zu gut. So, hier nochmal durchpunchen. Punchen, munch. Und noch ein Stock. Was ist, wenn ich hier reingehe? Ich glaube, das bringt mir wirklich gar nichts, oder? Das einzige hier drüben wäre noch was. Kann man hier hoch? Nee. Mr. Punch and Munch. Okay, gib mir. Auf Nummer sicher gehen. Alles klar, der ist mutig, der Kleine. Wir müssen auf jeden Fall hier drüben hin. So. Ich habe wieder alles verloren, aber hier gibt es ja Gott sei Dank Neues. Oh, endlich mal wieder Ast. Endlich mal wieder Ast. Guck mal, wie viel Schrott ich habe. So. Jesus. Der Mann hat Schrott, ha? Huh? Okay, warte, ich bin hier unten rein. Hier komme ich nicht rüber. Hier oben ist nochmal Schrott. Wie komme ich da hin? Warte, nochmal hier raus. Ich höre Schimmel. Ich höre jede Menge Fungus. Oh, Alter, hast du mich gerade erschrocken, du kleines Drecksvieh. Das gibt es nicht. Wie kann das kleine Vieh hier schon wieder gewinnen? Es prügelt sich sogar durch meine Deckung. Ich sage, die Kleinen sind mit Abstand die Schlimmsten. Nein, nein, nein. Essen. Ich wusste nicht, dass das Blut von Flusskrebsen gelb ist. Grün. War mir neu. Ah, da ist wieder ein Kleiner. Da ist wieder ein Kleiner. Da ist wieder ein Kleiner und du hast verloren. Ein Kleiner und du hast verloren. Und du landest wieder hier. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ich finde es aber so krass, wie unglaublich stark die Kleinen sind. Keine Beine bedeutet irgendwie... Du bist stark, du bist tough. Jetzt mal nehme ich einfach einen Speer. Baller ihm direkt den Speer ins Gesicht. So. Wo ist der nächste? Hier drinnen kommen noch welche. Oh nein, 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 nein. Nein! Okay, blocken. Oh, die sind sportlich, die Jungs. Die sind sportlich motiviert. Wunder Wodka. Jetzt schnell. Der andere kommt wieder. Oder auch nicht. Und da fliegt noch ein Brocken rum. So, drei von denen haben wir.
Wir machen böse Schaden. Müssen trotzdem den kleinen Mann fürchten. So, jetzt kommen hier wieder Krokos. Einmal. Alright. Schnell hier hoch. Und looten. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Hä, ist das random? Jetzt habe ich noch eine Puppe gefunden. Das scheint irgendwie random zu sein. Okay, krass, weil davor hatte ich hier Schrott und Ast. Naja, Puppe ist besser als Schrott und Ast. So viel ist schon mal sicher. Okay, ich glaube, da komme ich von der anderen Seite ran. Was ist, wenn ich hier noch hingehe? Irgendwas Spannendes hier? Ja, Maden. Mh, das schmeckt. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.